Ja, hallo, moin moin. Ich habe mal wieder einen Leseschatz gehoben. Thomas Pfenninger, gleich später morgen. Ein Buch, dem ziemlich schnell gezeigt wird, wie wenig wir benötigen, um eine Nachbarschaft komplett durcheinander zu bringen. Erzählt wird die Geschichte von einem Postboten, von einem Briefträger, der in einem Bezirk von Zürich jeden Tag die Post zustellt. Das ist auch sehr gewissenhaft. Er auch dort angesehen ist, aber auch genau hinschaut. Er kennt die Menschen, die dort leben. Er weiß deren Beweggründe, er weiß um deren Sorgen, dadurch, dass er sich durch die Post, die er bekommt, schon ziemlich viel zusammenreimen kann. Er hat auch den Beruf erlernt, hat zwischenzeitlich mal als in einer Lackfabrik gearbeitet, als Lagerist. Dort kam es zu einem Unglück und sozusagen ist er wieder als Briefträger tätig. Als ihm dieser Bezirk zugeteilt wird, geht er auf in seiner Rolle. Er beobachtet, wie ich schon sagte, genau die Menschen dort. Das sind Kinder zum Beispiel, die bei einer älteren, griesgrämigen Frau mal versuchen, die Kirschen zu klauen. Es gibt eine Familie, die Geldnot haben. Es gibt auch eine Frau, die er aus dem Fenster, die am Fenster stehen, gern mal beobachtet, beziehungsweise auf zuwinken möchte. Also ihm geht das Herz immer auf, wenn er sie sieht. In demselben Haus wohnt aber auch noch ein weiterer Mann, der sehr streng auf alle Nachbargeschicke schaut und halt auch dementsprechend sie meint, zu kommandieren zu können. Und durch seine Briefe, Postkarten, die er zustellt, er baut sich so langsam Geschichten um die Menschen herum auf, die er mitbekommt. Aber dadurch, dass er Briefträger ist, hat er natürlich auch vieles in seiner Hand. Und dadurch, dass er versucht, auch den Menschen zu helfen, um immer weitere deren Geschichten zu verstehen, verstrickt er sich immer mehr. Er zahlt zum Beispiel für Menschen, die diese Rechnungen täglich zugestellt bekommen, ab und zu nimmt er eine Rechnung bei sich, behält die bei sich und bezahlt das für sie. Oder er stellt mal was vom Gericht kommt es für den einen Mann nicht zu, weil er Angst hat, weil er sehr nass geworden ist, der Brief etc. Ein ziemlich schöner, stiller, leiser Roman, der genau hinschaut und sehr viel Spaß macht. Ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Haader von der Buchhandlung Alm und Schmidt und dem Blog Leseschatz. Tschüss.